mich noch gedulden, bis ich meine Lernpunkte für Jagdfähigkeiten ausgeben kann. So lange werde ich auf Armbrust gehen, also 20 zumindest, gebe ich jetzt mal auf Armbrust aus, sobald ich es kann. Also sobald ich das Auge Innos geholt habe und Dragomirs Armbrust zurückgebracht habe. Und ja. Dann die restlichen 5. Heilige Scheiße, was geht denn jetzt für ein Film? Die restlichen 5 überlege ich mir noch. Egal, ich muss glaube ich nur diesen einen plätten. Das ist glaube ich der einzige Suchende, der hier rumsitzt. Ernsthaft. Ich dachte, es wäre alles voll von Suchenden, dass die hier ein eigenes Lager aufgeschlagen haben, aber es ist nur einer. Ja, ja. Komm noch her. Hallo? Danke. So. 89 Leben noch. Also, soweit ich weiß, war das schon der einzige Suchende im ganzen Banditenlager hier. Boah, Banditenlager zu sagen und dabei nicht auf Torus und die anderen zu treffen, ist echt komisch. Nein. Das hier ist ja Dexters Banditenlager. Ist aber trotzdem ungewohnt, das zu sagen. Und da ist nur noch diese eine Wache übrig. Die hat niemand umgebracht. Also die Suchenden haben sich nicht getraut, die Wache zu plätten. Die ist ja auch ziemlich stark. Aber ich habe mich auch nicht getraut, sie zu plätten. Jetzt bin ich stark genug dafür. Auch wenn die Wache mir eigentlich nichts tut, die ist ein Bandit und muss sterben. Tja, das tut mir echt leid, Wache. Hast du noch irgendwas zu sagen? Quatsch mich bloß nicht voll. Okay. Dann töte ich dich. Ach, stirbt einfach. Stirb. Er ist tot und merkt es nicht mal. Schlägt noch zweimal zu und dann merkt, oh, ich bin ja tot und fällt rum. Scheiße, ich habe vergessen, Halvor seinen Silber zu geben. Egal. Ups, da geht's nicht lang. Dann mache ich das nachher noch schnell. Ja, oh, das ist jetzt echt blöd. Egal, ich gebe Halvor seinen Silber später, wenn ich das Auge Innos habe oder so. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich das Silber hier nicht abgegeben habe. Ist ein bisschen blöd, weil wenn ich es jetzt nochmal vergesse, trage ich das ja ewig mit mir rum. Egal, was soll's. So. Torloff, deine Aufgabe wäre auch erfüllt. Wir reden noch schnell mit Ona dann und dann haben wir ja eigentlich schon wieder alles erledigt, können zum Kloster gehen und dann holen wir uns nur noch das Auge. Oh, halt Patrick, genau. Jetzt ist hier echt alles voll mit diesem Flüchtling vom Richter, mit dem Patrick. Jede Menge neue Leute hier zu sehen. Gott, Patrick ist wieder da. Hey du, ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Patrick ist wieder da. Das war noch ja, Mann, daran habe ich schon nicht mehr geglaubt, du. Hey, tu mir einen Gefallen. Ja? Spar dir deine Dankesrede. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Sondern? Kannst du dir nur sagen, dass du ein verfluchter Teufelskerl bist. Weiß ich noch nicht mehr. Bleib sauber. Patrick, hi. Und, alles klar bei dir? Alles im Lot. Man weiß gar nicht mehr. Die Wassermagier haben uns sicher aus diesem verfluchten Tal gebracht. Was hast du jetzt vor? Ich werde weiterhin für Lee kämpfen. Eines Tages werden wir schon diese Insel verlassen. Ja. Und dann? Wir werden sehen. Wenn der Krieg noch tobt, geht's gegen die Orks. Aber das wird sich zeigen. So, jetzt will ich noch probieren, ob ich sein Geldbeutel klauen kann. Das wäre natürlich toll. Wenn nicht, dann nicht. Gib dein Geldbeutel her, bitte. Ja, geil. Okay. Eigentlich könnte ich ja ein bisschen rumtricksen und wirklich alle ausnehmen, indem ich einfach den Ring immer ab und zu anlege. Und ja, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich da hochgesprungen? Und den Ring dann wieder ablege, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Die schwarzen Männer in den Bergen sind von uns gegangen. Du konntest es mit ihnen aufnehmen? Guter Mann. Die Kerle waren mir nicht geheuer. Hätten bestimmt noch eine Menge Ärger gemacht. Gut, leider kriege ich keine Belohnung von ihm, weil es ja meine Aufgabe ist, ihm zu helfen. Toll. So. Lee, hast du noch irgendwas zu melden hier? Kumpel. Oh, Garn ist auch noch wieder da. Auch noch wieder da. Ja, ich komme aus dem Minental, ist klar. Mittlere Söldnerrüstung können die noch kaufen, aber die werde ich nicht kaufen. Das bringt sich ja überhaupt nicht. Leider wird diese Aussage jetzt für immer da sein. Aber naja. Vasili, ich habe alte... Hallo? Guck mich nicht plötzlich so erschrocken an. Interesse an weiteren alten Münzen? Oh, geil. Sicher? Hast du noch welche? Ein paar. Danke, hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. 168 Gold, cool. So, jetzt wird er mich anmotzen. Zahl mir meinen Sold aus.
Ich bezahle Söldner, keine Drachenjäger. Oh. Ich bekomme keinen Sold mehr. Na gut, auch egal, war ja eh nicht viel. Sei es mir lieber, so eine tolle Rüstung zu haben, anstatt Sold zu kriegen. Die 50 Münzen da, oder wie viel ich da krieg. Hallo Silvio und Bulko, ihr Pfeifen. Das war aber auch echt ein harter Kampf gegen Bulko damals. So. Lena? Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Nichts. Ich gebe jetzt erstmal meinen ganzen Schrott dir. Huch. So. Ja, eigentlich kann ich das auch verkaufen. Hier, du kriegst meinen Erzfeihänder. Den habe ich selber geschmiedet. Aber ich kann ihn nicht mehr gebrauchen. Wow, habe ich hier viel Schrott. Was ist das? Eine Feldrübe. Ach ja, stimmt. So, was brauchen wir denn hier nicht mehr? Das kann ich alles noch gebrauchen. Zwar nicht wirklich dringend, aber ich werde es mal behalten, weil das eigentlich alles cool ist. Ring der Erzhaut. Den Gürtel der Kraft. Ach komm, ich behalte es einfach. Und der Rest. Ach ja, stimmt. Meine Jagdtrophäen, die ich nicht brauche. Moment, die sind hier unten. Da wären zum Beispiel hier Zähne. 5 Hörner von Drachensnappern. Bloodwins Kopf, aber den kann ich behalten. Der bringt mir leider nichts ein. Außerdem kann ich den doch nicht verkaufen. Das wäre ja Wahnsinn. So, Morrowind wird behalten. Kohle, goldener Ring. Wertvolle Innenstadt überhalte ich auch mal noch. Vielleicht kann ich sie später abgeben. Ne, kann ich ja gar nicht. Egal. Obwohl. Kann ich echt nicht, ne? Muss mal kurz überlegen. War ich schon bei Gorax? Ja, ich konnte sie nicht abgeben. Genau, okay. Gut, hier ist noch ein bisschen Pech. Glöckelklauen, Häute eines Reptils, Krallen. Keilerfell behalte ich. Feldröberzangen. Trollhauer. Wow, ich bin reich. Aquamarin. Ach ja, das mit dem Honigtabak muss ich noch irgendwann machen. Naja, beim nächsten Mal. So, den Rest verkaufe ich an Halvor und so weiter. Obwohl, wenn ich recht überlege, ich glaube, ich porte mich schnell nach Korinis und mache das noch kurz. Erstens mit Halvor reden und zweitens das mit dem Honigtabak. Ja, geht ja nicht so lang. Da muss ich schon den ganzen Weg da nicht laufen. Aber zur Taverne muss ich mich schnell porten, weil von dort aus laufe ich zum Kloster und mache dort noch alles platt. Das habe ich schon Halvor? Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 250 Goldstücke. Das ist etwas wenig. Was? Ich glaube, er gibt mir ein bisschen weniger. Gut, ich verkaufe. Nur 5 Sachen. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder. Sonst wird noch jemand misstrauisch. Verstehst du? Ja, jetzt zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Fische. Der hat ja auch Dietrich und alles. Wow, hey. Kriegst noch die ganzen anderen silberne Sachen, die du nicht wolltest. Silberne Katzenständer, silberne Schalen, silberne Ringe. Wenn du die mir auch abgekauft hättest, dann wäre ich jetzt reich. So, und den restlichen Scheiß behalte ich. Nur noch hier kurz Honigtabak verarbeiten und die 2 Honigtabakteile, die ich habe, diesen Abujin andrehen. Am besten mache ich bei Constantino schnell. Das ist kürzer als bei Ignaz, oder wie er heißt. Und ja, dann geht's wieder auf zur Taverne und dann noch den ganzen Weg freimachen und dann haben wir's. Ach ja, Elridge, hast du jetzt noch irgendwas zu sagen? Wegen Lucia, oder wie sie heißt? Danke, dass du mich gerettet hast. Leck mich doch. Tschüss. Was für eine Nervensäge, echt. Danke, dass du mich gerettet hast. Hey, Constantino, lass mich mal arbeiten. Danke. So, nein, ich will kein Elixier der Geistveränderung machen, was soll das denn? So, schnell noch hier einen Honigtabak herstellen. So. Durfte jetzt keinen Apfeltabak mehr haben. Den Honigtabak geben wir jetzt Abujin, Ibn Aldir, Ibn Maskalit. Ach ja, ich wollte gucken, ob er noch eine Weissagung geben kann, aber ich glaube nicht. Ich glaube erst im nächsten Kapitel. Denn ich war jetzt ja nur in Yarkindar, das macht ja jetzt hier keine Kapiteländerung. Ich habe Honigtabak für dich. Es ist mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ich weiß. So, kannst du mir noch eine Weissagung geben? Kannst du mir noch eine Weissagung geben? Oh, Sohn der geheimnisvollen Zukunft. Okay. Gut, also erst im nächsten Kapitel, erst wenn ich zur Drachenjagd aufbrechen kann. Erst wenn ich das Auge Innos in Händen halte. Erst wenn ich, ja, das Auge Innos habe. Und die Aufgabe fällt ab. Wo laufe ich denn jetzt hin? Ich will doch zum Dings. Okay, Moment. Fressen wir kurz einen Blauflieder.
Wir haben eh kein volles Leben. Taverne. Muss ich aber auch noch kurz in Richtung Onas Hof. Denn da unten sind noch ein paar Viecher, die wollte ich noch plätten. Da Lurker und so. Und bei Bastum müsste es auch noch Viecher geben. Naja, die mache ich jetzt jedenfalls schnell platt. Habe ich schon wieder ein paar Jagdtrophäen, die ich verkaufen sollte. Aber naja, mache ich dann auch noch, sobald ich im Kloster bin. So. Und suchen da. Ja, sehr gut. Gut, dass ich den jetzt nicht übersehen habe. Ah. Ihr Drecksblutfliegen. So. Danke, dass ihr jetzt endlich sterbt. Nichts zu plündern. Okay, sehr schön. Feuerkraut, Blutfliegen ausnehmen. Lurker. Blutfliegen, Blutfliegen. Und der Suchende hier, der schaut mich schon so komisch an.